Tschüss. Ja. Ja, tschüss, Bob, bleib. So. Jetzt musst du geschwind warten, bis da der Leuchtturm abgestellt. Jetzt geht es nicht. Hat er jetzt wieder abgemeldet? Ja, habe ich mich nicht an. Mo, ist eigentlich gut. Ja, wir sind eben mobil. Ist eigentlich gut. Brake. Handbremse. Ist gelöst. Hä? Wir haben schon das erste Problem. Wenn man mal in Lenzburg ist, dann behalten sie. Jetzt hast du abgemeldet, jetzt musst du noch mal. Ist gut. Hast du das Licht jetzt gerade von dir angeladen? Ja. Okay. Ja. Du musst auf den Park, sonst kannst du nicht anfangen. Ah ja, klar, natürlich. Wenn ich fahre. Ja. So. Zuerst probiert. Probieren geht immer über Studieren. Du musst hier hinten, oder? Da? Ja, weißt, du musst hier um die Telebüche so fahren. Du musst dort hinten. Aber ja, das meine ich. Ja, ja, das geht schon irgendwie. Ich bin hier nicht auf irgendeinem See. Irgendeinem See. Ist ein bisschen. So. Kannst du das schon ein bisschen reinbeißen? Ich bin da noch ein Stäckchen. Oder musst du wieder da? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Aber da können wir schon drüber. Ja. Mama. Mama. Ja, komm. Ist easy peasy. Das ist, glaube ich, recht. Mhm. Wenn ich mich nicht täusche. Es ist so. Freitagabend, 25. Mai 2012. Uff! Fast 18 Uhr. Lenzburg AD, Kunst hinter uns. Ja, schon. Ja.
Weiherpool-Ausstellung auf über 1000 Quadratmeter. Was Weiherpool? Weiherpool. Wieso Weiher? Ja, kann man baden. Ja, aber heisst Wörl, nicht Weiher. Nein, nein. Weiher heisst Kabel. Ja, ja, weißt du. Kabelpool. Ein Weierless-Pool. Ein Weierless-Pool. Internationales Motocross Pfingstmontag in Muri. Ja, da gehen wir schauen. Und ja, Blindflug. Schon wieder, siehst du? Aha. Ein Blindflug. Du, ehrlich, wenn die noch ein paar Spünter da an die Straße anstellen, kann ich noch umschauen. Ja, wenn man mit dem Auto ist, 2 Stunden abgegeben haben. Durchbeissen. Ich meine, du bist ja am Abnehmen, nicht am Aufnehmen. Diät. Aha. Ich werde im Auto fahren.
nur die. Sagst du das auch? Mhm. Und steht auf. Nein, Post. Und sonst noch alles rundum. Apropos Post, ich hatte gestern noch eine Idee. Achtung, jetzt kommt's. Wir könnten eine Volksinitiative starten für die indirekte Kunstförderung. Und zwar, also es gibt quasi die direkte Kunstförderung, es so die Stipendien und so was alles gibt. Und die indirekte wäre, Künstler müssten eigentlich freigestellt werden vom Marktgeber, wenn sie ein Kunstprojekt haben. Das wäre ja geil. Wie zum Beispiel Istanbul. Ja. Also ähnlich wie Parlamentarier, die haben ja auch frei. Eben. Wenn sie irgendwelche Sessionen haben. Kunst ist noch viel wichtiger als das Parlamentarier. Ja, das kannst du jetzt so auch nicht sagen. So. Grundsätzlich hast du recht. Nein. Aber etwa gleich wichtig. Ja, das wäre so. Nein, glaube ich auch nicht. Glaubst du auch nicht? Nein. Nein, die nehmen sich noch gleich wichtig. Wir also Parlamentarier. Ja, das seid ihr mal dahingestellt, oder? Da hätten wir dann eine Holzwarenfabrik, oder? Also dort hätten wir da von uns Brennholz her. Eine Kiste hast doch du, das ist eine Kistenfabrik. Holzwarenfabrik, dann macht es Bumm, oder? Und dann ist das Brennholz dort vorne. Ja, die machen alles Bumm. Was, die? Gerne. Die machen Bumm? Ja, ja. Vor 1-2 Jahren ist doch Camping eben mit diesen Gasflaschen. Ah, oh, scheiße. Aber so ein Campingwagen würde man. Das würde ich. Oh, das fände ich eben noch gut. Das würde ich auch noch nicht. Hä? Kannst du einfach noch mit anderen fahren? Das hast du doch am Anfang auch sagen, das willst du nicht. Mal. Du, ein bisschen grösser, wo man ja. So ein Smart oder was hinten noch reinstellen könnte, oder? Dann kannst du noch mit anderen fahren, das grosse Gebilde anstellen, Smart rausfahren und mit dem Smart nachher im Zeug suchen. Mit denen kannst du Velo anwenden? Ja, ich weiss. Das hat eben meine Frau auch gesagt. Das habe ich gerade mal abgelehnt. Könntest du ein Elektro-Velo anhängen? Weißt du, du musst ein weniger trampen. Ja, ich würde mal sagen, so wie jetzt Post hat, die mit den 3 Rädchen, das würde ich natürlich ganz lässig finden. Also mit so einem würde ich rumfahren. Mit so einem Elektro-3-Rädchen. DXP. So ein Pseudo-Dreieck. Weißt du, haben wir natürlich dann mit Lederjacke und Pflanzen und so. Über den Brünig, am Sonntag. Und es macht nicht einmal Lärm. Ja, das macht nicht mal Bumm. Ab und zu eine Frau vor zu ja. Das doch ein bisschen Bumm macht. Oh, das ist jetzt manuelle Verkehrsregelung, hast du das gesehen? Mach mal den Schalter drum. Ja, so ein Kabis. Das ja, schaut nämlich keiner. Ja, der schaut dann dort runter. Schau, der See. Ja, wir sind ja im See da. Ah. Das, ist nicht, das geht da nicht um Schauen. Das geht um Wasser. See. Aha, See. Ja, ja. See. Sie. Es ist nicht immer alles horizontal. Der Mensch braucht auch etwas Vertikales. Ist doch nicht. Nicht da. Nochmal. Ein bisschen verdreht. Wieso? Ja, wenn du sagst vertikal und horizontal, ist ein bisschen. Horizont, das ist da hinten, oder? Das ist der See, oder? Eben. Und vertikal ist, wenn er ausläuft. Eben. Der See. Aber weißt, wir sind ja kunstaffin und da darf man dann so Sachen schon mal ein bisschen verdrehen. Kunstparaffin. Aha. Ja, lieber Bienenwachs. Ja, schmeckt besser. Ja. Hast du gesehen, das war der Haifi TV Baumann. Kennst du den? Nicht? Da ist ein gutes Restaurant. Nein, der Baum hier, der Baume. Oh, der Junge vom alten Baume, kennst du den nicht? Ah, der! Ja, klar! Jetzt was sagst. Weißt du, der hat einen Baum gemacht. Ja. 400 Grad heiß. Genau. Der hat sogar noch eine Schule nebenzu. Ganz gut. Er hat gemeint, ich mache Bildungsreform, aber radikal. Die Schweiz braucht Veränderungen, es macht Bumm.
Baumann. Was, der Baumann? Nein, der Grill. Der Baumann macht Bumm, nicht Baum. Der Bummmann. Bim. Bim Bam. Hast du Badhose dabei? Nein, ich habe keine Badhose dabei. Aber die Ursula hat sie an, das weiss ich. Die hat nämlich heute Morgen gefunden, sie zieht das Gehäuse schon mal an. Wenn es warm bleibt, dann geht sie buchen. Da gibt es Eiernudeln. Sind sicher fein. Ja, Landeiernudeln. Von den Landhühnern? Nein, von den Landeiern. Landeier. Das ist einfach von mir. Kommst du vom Land? Nicht, dass jemand immer landet. Ah ja. Ich weiß nicht, wieso. Aber hier lassen wir jetzt Auto fahren. Das ist sehr eng. Das ist auch noch scheisse, wenn die Seetalbahn wieder zurückfahren müsste. Heller schiebt. Falsche Richtung. Ich glaube, es ist ein Kollegenpärchen. Ja, gut.
ist es ja, dass Kollegen Bären zur Hochzeit kommen. Ja, ja, weiss nicht, ob sie kommen. Zwei Geis. Dann siehst du, Auto anbinden. Kinder. Geht nicht. Geht schon. Das ist auch so ein komischer Hillendunkel. Ja, das ist ganz wurscht. Irgendwie du so einen Schreibtisch hat von einem Architekten gefunden, hey, ich originell, ich mache etwas Einmaliges. Baue ein paar Zündholzschächer übereinander, schön ein bisschen verschoben. Hat es hier niemand irgendwie ein... Was? Was musst du? Ein Leute, wenn der Zug kommt. Nein. Ja, gestern ist auch keiner gekommen. Mal, da hat es auch. So mit Schinnerin. Hey, Charlene. Hast du gebucht, hä? Amy, Charlene, das arme Kind. Ja, sag mir. Wie heißt du? Ja. Was? Wieso rennst du da so komisch? Wenn mich stoppt dir denn? Was? Nein, ist ja super. Ja, da haben wir das sicher gesehen. Nein, aber... Wow, da haben wir das sicher gesehen. Wow, wir sind sogar, wo wir auf Trecki rauf sind. Ja, ja. Mit dem Gondeli. Nein, stimmt nicht, wir sind beim Skifahren. Ja, der ist es, aber sie zählt dann, dass ja. Auf der Frecki. Ja. Und dann ein kind, oder eins hat eben gestottert, sagt der Kind. Also es waren zwei Brüder, der eine Bruder hat gestottert und die sind irgendwie in der Skischule gewesen, und das Mädchen nah dabei war. Nachher haben sie irgendwie miteinander geredet und der andere immer so ein bisschen gestottert. Und nachher hat das Mädchen irgendwann gefragt, warum redest du so komisch? Und er so, weil ich stottere. Und sie so, was? Wie ich stottere. Und dann hat sie noch mal gefragt, was? Und dann hat der Bruder gefragt, ja, weil wir stottern. Und dann hat er noch irgendwie etwas erzählt. Und es noch davon gehabt, was noch schlecht war, was er schon mal gekonzert hat. Dann hat er eben gefragt, ja, du weißt schon mal, die ganze Badwanne fallen. Zu stottern. Schinken! Aber nachher, das Mädchen hat es eigentlich völlig cool genommen. Sie nachher hat gewusst, was es wieso ist. Nachher war es okay. Hier hat es aber klein. Das hat es mega viel. Ackelei. Blümli. Ah, Blümli. Aha, Blümli. Wir sind auf dem Land, los. Ja, eben. Gefällt mir. Landei. Tja. Da hat es dann ein Camping. Ja, ich weiss. Ich bin ja schon gewesen. Ja, hat schon fast ein Lager. Also nein, nicht gut campen. Ah. Durchgelaufen. Mhm. Und aufs WC. Also eine bist du. Gut. Ja, hätte ich lieber in See sollen. Nein, aber jetzt können wir das Restaurant Grüns. Okay. So, und jetzt halt die schön mal die Kamera zum Dunkeln. Ja! Du! Du bist ein Rollenteil in der Schiene. Was? Dann geht auf Abstand hinein durch bei dir. Ja, das ist eh Mobility Auto, der ist noch ein Autoflame-Auto. Man kann eh nicht Auto fahren. Es kann keiner fahren, der so einen Rad hat. Was hat er vor dir, wenn du das Video gesehen hast? Hey, frei. 3 Punkte blicken. Hast du Platz? Das ja, ja. Gemacht. Muss ich gehen? Nein, nein, nein. Was? Jetzt will er schalten.
Oh ja, den mag ich auch so gerne. Da gibt es doch Bock. Nichts ist. Was nichts ist. Für was hast du denn die Knie, du? Zum Knüllen, denke ich. Ja. Komm, du. Alte Traditionalistin. Löse dich einmal von diesen Konventionen. Du musst das mal bei der Fleni machen. Ja, ich gehe gerade weiter auf. Nein, hey, gib blaue Messe. Oh ja. Oh ja, das ist auch so etwas. Aber sie hat, glaube ich, wirklich auch nichts blaue Messe. Ja. Wenn du zu fest reindrückst. Weißt du, der ist schon fest. Den musst du nur nachholen, der Scheiß ist schon. Freihandsystem. Entweder hat es keine Kühe dort, wo sie normalerweise sind, und ich habe eine Polaroid dabei oder umgekehrt. Du glaubst es nicht? Nein, ich habe nein. Die Ursula ist extra schon neu mit angefahren, da irgendwo in der Luzerner Region, wo die Kühe dort sind. Gehen wir mal zu einem Bub. Weil ich die Kamera bei mir hatte. Dann sind die reiben Kühe nicht dort, aber sonst sind sie immer dort. Das ist eben schwierig in der Stadt. Emma. Die trinkt Bier. Wer ist Emma? Ein Schuh. Wo? Das Kobe ich auch. Ein Kobe. Was ist das? Du mal Kobe, kennst du das nicht? Das sind die, ich glaube, das kommt von Japan. Japan. Das sind die Rinder, die sie mit Bier einreiben, den ganzen Tag. Ach so. Und ist irgendwie außerordentlich speziell feiner Geschmack. Ah ja, auf dem Grill. Und nein, ich weiss nicht, wie die nachher kochst. Die musst du garantiert nicht im Bierteig machen. Nein. Ja, also ich traue dieser Geschichte nicht. Jetzt heisst es immer Süßwasserfisch, aber die sind gar nicht süß. Das ist wirklich kein Zucker ins Wasser, du hast, wenn du sie kochst. Mhm. Ja, aber ich kauf dich schon Süßwasserfisch. Aha. Ja, musst du mal einen fragen, wieso das nicht süß ist. Mhm. Vor allem süß. Bei den Meeresfischen hat es auch kein Meer drin. Das stimmt. Aber sie salzen. Sind schon gesalzen. Du musst auch noch ein bisschen Aromat drauf tun. Nein, fahr mir auf mit Aromat. Kann ich auch mal gerne. Ah ja. Ja, mhm. Als Kind. Ja, eben, ja. Jetzt nehme ich Matschi. Jetzt, ja. Du bist aufgestiegen. Jawohl, in die Elite. Ja, in die Matschi. Matschi-Elite. Oh, ich habe Respekt vor dir zukünftig. Merke ich. Ja. Mamsel Matschi. MM. Fräulein. Entschuldigung. Früher haben sie da noch von Marilyn Monroe geredet. Heute reden sie von Mamsel Matschi, oder? Jawohl. Aber du, ich glaube, die wissen dann nicht so genau, wer das ist. Nein, wieso reden sie davon? Ja, ich meine, das ist es ja. Oben wäre es noch schön zum Boden. Ja, dort oben auch. Wir selber schlüsseln. Ja, gut. Es gibt viel zu putzen. Aber es hat auch noch warm. Der wohnt auch dort. Ah, okay. Ja. Ich war mal an einem Fest. Abschiedsfest von Peter Fischer. Mhm. Da haben wir zuerst wieder den Body machen. Der wohnt ja da, in dieser Gemeinde. Aha. Da haben wir zuerst wieder den Body machen. Das Wetter unsicher. Ja, hey, von da vom Bahnhof nicht rauflaufen. Ich nicht, nein, aber die anderen. Hey, schau, jetzt wieder eine Kuh. Die Kuh.
Motorräume. Nein, nein, das ist die rechte Strecke. Ja, was so weit ist das jetzt auch wieder? Mo? Ja. Es geht alles darauf. Vor allem mit so 50 Museumsleuten. Es tut denen gut. Unterschiedlichste Geschwindigkeiten. Mhm. So, das Hotelrestaurant Sterne hätten wir jetzt auch hinter uns. Ja, das Haus zur Neumühle. Ja. Jetzt muss auch noch eine Leue kommen. Ein Schlüssel. Könnt ihr schon einmal etwas essen? Können wir machen, ja. Jetzt muss schon zuerst das Herdog geben. Falls der Herr Levi auch Lust hätte. Mir ist gleich. Ich nehme das Menü 3, mir ist gleich. Entweder oder nur eine Suppe? Salat. Eine halbe Säule und ein Stück Fleisch. Es muss aber ein Mini-Pick sein, sonst schmeckt man es nicht. Oh, ich nehme noch eine Rückenmassage dazu. Gucci für Burger King. Burger King? Aha. Eine dicke, grosse. Eine zahlen, zwei fressen. Gut, wir haben endlich hier gemeint, etwas zum Essen. Ja. Aha. Ja. Es ist nicht so einfach. Ja, bist du dabei, Roger? Nein, du musst gar nicht nachschauen. Einmal sagen wir nachschauen. 30 Stutz. Ja, das reicht für einen Salat und irgendein Brot. Ja, Brot und Wasser mit, haben wir ja immer gegeben. Ja. Haben wir noch einen Salat dazu bestellen. Ich wäre dabei. Dann machen wir das. Was machen wir dann jetzt mit meiner Holde? Was? Mit ich soll auch den Tee kommen. Ja, dann machen wir das so. Wir läuten dir dann an und sagen, wo wir sind. Mhm. Und wenn sie kommen will, dann sollen sie kommen. Genau. Und wenn sie nicht kommen will, sollen sie es bleiben lassen. Jawohl. Wir sind konsequent heute. Aber sie soll kommen. Aber sie soll kommen. Ja. Holde. Göttergattin. Lugdemma. Lugdemma. Schon wieder das Polaroid-Foto? Nein, aber nicht. Da sind alle irgendwie durch den Garantage-Kübel gelaufen, in eine andere Farbe. Das war das Milka-Labor. Ja. Das war aber keine Violette. Ja, es ist ein Labor. Da wird ein Neues erprobt und getestet. Du, da liegt schon wieder Holz rum. Ich glaube, das Bumm hat ziemlich doch mal. Ziemlich doch mal. Hast du gelesen, Ottos verkauft keine Fertighäuser mehr? Nicht, warum nicht? Nein, hat keinen verkauft. Ich glaube nicht eins. Ah, ja? Ja, ja. Sie haben jetzt bald dort, könnten wir die Schwestern besuchen, im Kloster. Ja. Schau, jetzt kommt so ein... Oh, der hat vier Rädchen, der ist auch gut. Aber der sieht ein bisschen komisch aus mit seinen Schenken. Hä? So mit seiner Montur hier. Ja. Da. Er arbeitet nicht bei der Post, er hat gleich alles Geld gehabt, hast du gesehen? Scheisskeibe. Ja, das sind die anonymen Pöstler. Terroristenpöstler. Nein, die anonymen. Weißt du, wie die anonymen Alkoholiker? Ja. Oder gibt es die anonymen Pöstler? Und die fahren natürlich immer geil um. Möchte gerne. Einfach. Ja, wenn ich mal nicht bei der Post bin, gehe ich jetzt da noch nicht über die Pöstler. Aha. Es gibt im Fall pensionierten Verein von der Post. Ja, 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 ja. Und die sind dann recht aktiv. Schon? Ja, ich bin jetzt... Ja, ja, natürlich. Bist du auch dabei? Nein, ich bin jetzt neuerdings in der Box. In der Krankenkasse von der SBB. Aha. Ja. Weil es geht.
jetzt zweimal hintereinander gekauft hast? Nein, ich habe herausgefunden, das ist aktuell die günstigste Krankenkasse. Okay. Und weißt du, wunderbar, wenn du dich anmeldest, dann kommst du gerade also einen Thermoskuhgeber, beste Qualität. Und oben und unten hat es einen so richtig schönen Edelstahlbecher. Mhm. Wunderbar. Ursula ist ganz stolz heimgekommen, als sie in die Anmeldung abgegeben hat. Schau mal, was ich überall habe. Hat 20 Stutz gekostet. Nein! Wir hätten auch 3 Badtücher haben können. Sie hat gefunden, die Isolationskrug mit 2 Bechern. Ja, sie hat ja immer einen dabei im Winter. Hat sie? Oder nicht? Habe ich das nur so von der Frecke im Kopf? Ja. Ihr? Okay. Aber dann das kannst du nur Anfang des Monats zahlen, wenn du den Lohn hast. Das ist es. Das ist so ein Sternekoch. Ab gut. Ah, ja, das sieht aus. Und dann macht er einen Sirup. Ein Gedicht hat mir eine Flasche geschenkt. Ein Gedicht. Von was für einen? Ich weiss auch nicht. Eben so Kräuter gemischt mit Früchten und Zeugs und Sachen. Hey, du hast letzte Woche eine Rhabarber-Sirup-Produktion eröffnet. Ja. Das klingt dann noch fein. Der ist auch gut. Ja. Wenn man ihn anruft und sagt, er soll eine Flasche mitbringen, ist wirklich kein Blut. Sie hat zuerst eine gemacht, also anderthalb. Mhm. Dann haben wir das so gut gefunden, dass sie gerade zugeschlagen hat. Ah, muss ich mir das Rezept geben. Betty Bossi oder Internet. Okay. Hauptsache gut. Ja. Süffig. Aber das Mineralwasser muss kalt sein. Aha. Ja, oder das glaube ich noch. Dann ist es wirklich ausgezeichnet. Aber ein Kilo Rhabarber und dann glaube ich 1/2 Kilo Zucker oder so irgendwie. Mhm. Geht's Rezept. Ich bin verschrocken, wenn ich frage dann, wie viel Zucker hat es drin. Ja, bei dem Barber musst du ein bisschen rein tun. Aha. Ah, Sirup ist über die Hälfte Zucker. Du musst nicht viel, so das Glas, so viel Dinge aufführen. Es wirklich schmeckt einfach nach Rhabarber. Vorsicht, hier wird ständig scharf gebremst. Aber das ist wirklich ein gutes bei der Mobility. Das Bremsen funktionieren meistens sehr gut. So, am Anfang findest du es. Am Anfang alles bumm. Aber das hast du bei jedem Auto. Auch schalten. Was haben wir hier für eine Tankstelle? Ja, haben wir recht.
Ja, nein, es ist ja noch. Nein, es ist noch genug drin. Wie ist die da vorne? Die ist gut. Das Kaffee Rosen nicht? Ja, aber am Mittag haben die auch Mönis. Ah. Und wenn du grossen Hunger hast, bestellst du das Menü, das ist das. Und nachdem du sagst, hast du nicht genug gehabt, kommst du dann ist das gleiche Menü über. Ehrlich? Ja, ja. Aber. Das wäre nichts für mich. Das für irgendwie 17,50 oder so. Ja. Ja. Und du gehst noch dort hin und sagst, ich habe nicht genug gehabt, ich hätte gerne das und das Menü. Damit sie gerade weiss, Chef, zweimal. Nein, ich glaube, sehr steinisch vorkommt. Also wirklich. Ja, und dann auch das Fleisch. Zweimal Schnitzel paniert. Ja. Aha. Ja, nur das. Jetzt muss ich spielen. Ja, jetzt ist vorbei. Ja. Die blinken nie, jetzt kannst du. Ja, das ist eben das. Sali! Ja. Ja, wirklich glatt, glatt. Ich bin auch erschrocken, als ich sie gesehen habe. Wie? Ja, zum Glück haben sie Sonnenbrille angehört, sonst hättest du noch mehr gesehen. Das ist Glasrecycling. Da hätten wir doch sonst einen ordentlichen Garten. Jawohl. Für was muss die Kirche so ein ganzes Ding haben? Oder ist das der Friedhof? Ja, die Toten müssen etwas fressen haben. Ja. Also, das Menü 3 ist ein Vergleich. Bringt aber endlich, wo das Gott hat. Wir haben zu wenig gehabt. Ja, kommt gerade draußen weg, oder wie das heisst. Da bringt es mir gerade. Ah, dann gehen wir jetzt nicht über Ebig. Gut, wir können den Ursula noch abholen. Wie kommen wir ja wieder heim? Das weiss ich nicht. Eben, siehst du. Mit dem Bus. Man muss dann praktisch. Oder ihr könnt schleifen. Das könnte Rogelie. Das muss ich auch mal fotografieren. Das finde ich auch irgendwie lustig. Die Öl. Ölpumpen. Ah, sind das Ölpumpen? Ja, ja. Ist eben originell. Was haben wir dann für die, die du keine Bühne nach Hause bringst, geholt? Nein, die muss eben mit dem Auto kommen, dass nachher der Roche mitkommen kann. Aber das müsst ihr ihr nicht sagen. Ja, was? Sagt ihr einfach, sie soll den Rollstuhl mitbringen. Genau. Sie soll den vierrädigen Rollator für zwei Personen mitbringen. Ja, aber sowieso über Ebiken, oder? Wie ist das da vorne? Ja, da vorne wollen wir da gar nicht stehen. Nein, wir gehen über Ebiken. Also Ebiken. Ja, ja. Alles gut. Blinker, gute Frau. Ist gut. Ah.
Ja, sonst könnte man natürlich. Ja, nein. Andere Ideen, die man gehen könnte. Wo es nicht so wahnsinnig teuer ist. Oder anders, wo wollen Touristen nicht hin? Neben Neustädt haben wir noch eine Idee gehabt. Das Neustädtli. Oder was gibt es noch? Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das habe ich ja schon fotografiert, aber mit einer Lomo. Haben sie ein Biest. Das ist lustig. Hast du noch nie gesehen? Ja, wow, schon manchmal. Aber es ist immer wieder lustig. Ja, ja. Das ersetzt eben den schleckenden Stier. Aha. Ja, muss ich da. Das ist so. Weißt du das nicht? Ja, die schlecken, aber die Kühe schlecken sich ja gegenseitig, gell? Ja, das hat die verlehrt. Wir sind immer so Bürsten haben. Aha. Da wird nur noch gebürstet, nicht mehr geschleckt. Genau. Ja. Damit hätten wir unseren täglichen Sexismus auch wieder abgeladen. Das war schon die ganze Portion von dir? Ja, mehr liegt nicht mehr drin. Aha. Nein, nein, weißt du, der Laden ist zu ab 18:45 Uhr. Okay. Ich habe natürlich jetzt 6 Wochen grauenhaft zusammengenommen. Wieso denn das? Ja, wegen der Studenten. Aha, ja gut, ja. Habe ich wirklich echt zusammengenommen, weil ich kenne ja nie nicht und weiss ja nicht was. Mhm. Und die kennen mich auch nicht. Und dann weisst du nie du. Plötzlich hast du schriftliche Verwarnung, ja, wegen sexistischen Ausdrücken. Du musst aufpassen. Ich habe sogar keine irgendwie berührt oder kennen irgendwie, das hast du gut gemacht, ja, oder so. Ich habe mich zusammengenommen, Wahnsinn. Das ist noch schwierig. Echt? Ja, das glaube ich. Wenn ich das nicht gewohnt. Für das gibt es ja das Thema von Pornografie, oder Kunst und Pornografie. Genau. Marian Eigenheer unter anderem und Stefan Wimper. Dann. Aber ohne Berührung. Ohne Berührung. Ich finde das ja völlig daneben. Völlig daneben. Früher noch, da hast du irgendwie können so nein und eben. Hey, das hast du gut gemacht, hast du einen Ausdruck rüberbringen. Und heute ist das sexistisch und nein. Ja, sicher. Oh. Mal, das ist so in der Schule. Ja, gut, ja, in der Schule musst du wirklich aufpassen. Aber ich finde das. Dumm. Ja, aber das ist leider so. Ja, stimmt so. Und weißt du, haben alle Angst, oder? Das ist noch schlimmer. Ja, ich werde nie Turnlehrer sein. Ja, das ist noch schlimmer. In einer irgendwie Teenie-Klasse, Mädchen-Klasse. Weißt du, ja, da kannst du ja nichts. Wenn die Girls dann anfangen, in der Pubertät, ja, dich anmachen, oder? Ja, das dann auch noch, ja. Das kommt dann noch dazu. Dann bist du geschaut, Schluss. Absolut, hast du dann Pubertät am Gucken. Ja. Nein, aber da habe ich wirklich 6 Wochen lang habe ich also bewusst zurückgehalten mit irgendwelchen, ja, Bemerkungen oder irgendwie so Berührungen. Hey, geht's noch? Gut gemacht, irgendetwas, nichts. Aber ich finde das nicht gut. Nein. Studenten muss man schon, oder was? Ja, natürlich, das kommt noch dazu, oder? Ich meine, wir sind alle geschlagen worden und gross und kräftig worden. Und heute, wenn du einen schlägst, kommst du in die Kiste.
bedingt. Du darfst ja niemand mehr herziehen. Gell, bist du auch geschlagen? Meine Mami hat mich noch nie geschlagen. Und ich bin auch nicht. Meine bin einigermaßen gut aus. Meine Mutter hat mich auch nie geschlagen, aber der Grossvater. Jawohl, dann kann man drohend aufbauen von mir, dann hat er sein Lederbuch aufgemacht von der Hose und dann alle gewusst, was er so geschält hat. Ja. Aber er hat aber nur einmal zu kauen. Etwa mit 11 war der fertig. Weil ich habe mir mal tiefen Schmerz zugefügt. Indem dass ich meinen ganzen Mut rausgenommen habe und meinen Arm gerade ausgestreckt habe, den er hält, verwünscht er natürlich. Mein Arm und ich hebe den Mund. Und dann hat sie mir die Schulter leise gezwackt. Und das ist ein bisschen aus für alle Mal. Oh, schau den schönen alten Sauber. Das ist nicht der Fall. Das wäre noch für uns. Wir zwei machen einen Ausflug. Auf einen Sauber? Ja, 1933 Sauber oder so. Du kannst gerade einen Vortrag machen am Travel Festival. Über alte Sauber? Ja, über deine alte Reise. Ja, der Oschi wird nicht so lange weg von der Ursula, weisst du? Nein, ich kann sie auch hinten auf die Glitsche machen. Ja, wenn ich noch gut anbinden. Und weißt du, was ist das Wichtigste? Unbedingt von Anfang an schauen, dass sie das Führzeug bei sich hat. Sonst hast du nachher den und Terror von hinten noch führen. Du Ursula, ich bin jetzt Kasachstan. Ja, ich habe mein Führzeug immer noch nicht gefunden. Ja, ich weiss, ich bin immer noch hinten auf der Glitsche. Habt ihr das gesehen, das Video bei mir im Blog, wo der Lukas Busch in Sibirien den 25-Tonner Lastwagen aus dem Eis raus muss fahren? Nein. Nein, das hat ihr etwas verpasst, Mann. Novosibirsk. Das ist der, der so eine White Gallery, eine Container Gallery hat. Ja. Dann hat er auf den Lastwagen aufgetan, auf diesen riesen Ding, oder? Einmal Gas gegeben, 30 Liter raus. Und jetzt ist er an die Art Colonne gefahren, von dort oben runter. Zwar beim Haupteingang ist nachher der russische Lastwagen gestanden, mit der White Cube Gallery oben drauf. Als Sensation, Geheimtipp hat sogar die Tagesschau oder irgendetwas. Und jetzt müssen wir wieder ein Ausleben machen, eine jüdische Haltung reinnehmen. Genau. Wissen die, wie es geht? Ja, ich schon. Du. Noch ein mehr. Respekt. Religion. Du kannst deine Schulter ein bisschen aufnehmen. Ist noch schön, da bei mir eine Schulter. Nicht knochig. Merkt das, bin mir gewohnt. Aha, ja. Du, apropos Vorwart, willst du eigentlich zahlt von diesen Organisationen? Nein, stell dir vor. Oh. Nein, weißt du, da kommt jeden dritten Mensch da irgendwann einen Schlusssatz. Und dann kommt dann auch mal noch Kohle rüber. Ich brauche aber gar keine Kohle, ich habe einen Ölheiz. Verstehst du? Das ist mein Problem, was mache ich? Wenn die hier meine Kohle haben. Und Noseland, dort? Nein, ich habe es vergessen. Noseland, ein Mitglied von Noseland übernimmt einen Monat GEA. Ah, oh, das ist aber nicht schlecht. Das ist okay. Also vom Performance Festival? Nein, einfach okay. Meine Aktivitäten um Noseland und Brunner Schlatter herum haben bis jetzt zweimal einen Monat gebracht, zwei Jahre gegeben. Und noch der Filmpreis, der hat ja auch noch ein bisschen Geld drin gehabt. Aber das... Also eben, für Vorwort kannst du in dem Sinne eigentlich nicht über. Ja, der Dominik erzählt immer von, es gibt dann noch Kohle, und das weiß ich doch nicht. Ob das noch Kohle gibt. Oder lieber Holz. Ja, aber dann vor dem Haus. Ohne Baum. Ohne Baum.
Aber schön weich, griffig. So, hätten wir den Teil 2 von Sexismus für heute durch. Haben wir jetzt draussen noch ein paar Fahrer? Jetzt sind wir schon vorbeigefahren, oder? Ja, gerade ja da irgendwas. Er bringt nichts. Wir müssen... Also der Bus hat schon Steinrädchen, das ist ja heute schon einmal Bus gefahren. Nicht das lange. Ich bin heute schon mehrmals Bus gefahren. Nein, ich rufe dann auch einmal. Das ist immer das erste Auto. Nein. Vom Festival da besonders, also speziell. Nein, da nie jemand etwas gesagt. Ja, ich meine eigentlich mehr so das ganze Fahrrad. Nein. Also, hat immer etwas zu sagen. Aber jetzt die fünf, die ersten fünf. Nein. Also eben, er sagt immer, aber... Er sagt immer. Schau, solange er nicht einmal das liefern kann, was ich brauche für meinen Blog. Das regt mich viel mehr auf. Was kannst du nicht brauchen im Blog? Nein, eben, er liefert nicht. Aha. Er hat Videos, wo er drauf hockt und so. Dann kommt er ein halbes Jahr später, wenn das ganze Projekt fertig ist. Oder nur die Videos, was du noch brauchen? Also mit dem Festival, da bin ich dann sehr konsequent. He. Da kommen wir dann wirklich nur Kultur-TV-Leute rein, die ich auch filme. Das ist der Dani. Wer ist nicht Kultur-TV? Ja, Dani Heller kommt rein, die Laura kommt rein, der Dominik. Aber der Dominik ist mit dem... Oli. Mit dem Bruno zusammen. Bruno. Und so Claudia Bucher und die interessieren mich überhaupt nicht. Die Türk auch nicht, das sollen sie selber machen, wenn sie es wollen. Oder? Ich mache das nicht. Ich kenne die Leute nicht und ich will nicht. Ah, ich glaube, ich habe sowieso keine Ahnung. Nein, ich habe schon gesagt. Eben. Nein, ich habe es laut. Deutlich gesagt. Ich kann jeder kommen fragen. Könntest du auch noch? Nein, sollen nichts. Sollen die Ausländer selber machen. Bruno würde ich auch nicht. Wenn er es jetzt hört, irgendwann einmal, dann soll er es hören. Der Bruno würde ich auch nicht, wenn er es nicht mit Dominik zusammen machen würde. Scheiße, schon wieder den Leben gelangt. So schleichen sich die ein. Jetzt auch jetzt ein bisschen holprig. Ja. Aber auf der Autobahn dürfte das massiv böser aussehen. Hast du mir das Glocke genommen? Ja, natürlich. Jawohl. Bitte schön. Bitte schön. Dum, 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 dum. Hast du gesehen, letztens ist jemand gestorben vom Maler Schlotterbecken? Ja, schon. Das war in der Zeitung, ein Todesanzeichen. Weißt du, wie er geheißen hat? Nein. Da der alte Fahrtwäsche. Keine Wenn er es lieber leid. Oh, hast du gesehen? Mhm. Für den Kugelschreiber. He? Aha, ich habe mich die ganze Zeit gefragt. Das ist Alter für den Schreiber. Stimmt. Das sind so Designer-Details. Da haben wir nicht alle Leute Zugang dazu. Ja, nein, wir sind ja Designer. Also. Eben, ja. Aber jetzt ist der Design-Biennale in Luzern. Vom Formforum. Ich glaube, okay. Nicht über nächste Woche.
das ist meine erste Voll-Dokumentation von so einer Ausstellungsgeschichte. Ungefragt, 2006, einfach eingefahren mit Toni Nesler zusammen. Kamera. Wir haben alles gemacht. Irgendwann einmal haben die sich im Internet gefunden und sich selber nicht mehr. Dann haben sie derart Freude gehabt. Die haben dann ganz offiziell bei einem grossen Anlass auf dem, dort, bei der Kornschütte haben sie dann Danke gesagt. Schön. Für ein grosses Jahr. Und alle haben es angerufen, dass wir unterwegs sind. Ich habe das alles irgendwie gemacht haben, und ich das realisiert haben. Nein, mit dem Tobias vom Wartburg war das gewesen, habe ich das gemacht, ja. Da habe ich den Steinemann kennengelernt, den Dino. Kennst du den nicht? Du den hast den? Ich weiss aber nie mehr, das ist alles erzählt. Der ist an der Grafikklasse, an der Rösslingasse, 20 Jahre oder was. Ja, das kennen wir nicht. Und hat die Werbeagentur Sputnik gehabt. Ja, scheint es, ja. Und dem, seiner Frau gehört der Brigitte Steinemann, das Ding, Galerie. Ah, okay. Und ah, jetzt ja, ist das Ding ja. 10 Jahre. Und Brigitte wartet seit 3 Monaten auf meinen Rückruf, weil ich eigentlich hätte ein Projekt entwickeln soll, zum Jubiläum. Aber ich weiß noch nicht genau was. Und statt dass mich der Dino Steinemann überrollt mit 1000 Ideen, weil das ist so eine, und ich habe gar keine Chance mehr, warte ich lieber. Mit dem Risiko, dass dann nichts passiert. Mhm. Wie sicher gute Idee haben. Ja, oh, gut, kommt der da eben um heute Abend. Ja. Ich wollte gerade sagen, entweder liegt sie am See oder im Bett. Regatta. Als Winterfisch. Also. Ah, ja. Du, sag mal. Was soll ich mal sagen? Aha. Aha. Du, mal, ich glaube, du bist meine Frau, oder? Und jetzt möchte ich gerne wissen, was machst du heute Abend? Ja, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir gerade an dir vorbeigefahren, oder? Ohne Duren und so. Und jetzt fahren wir zum Bahnhof, ins Auto abgeben. Und jetzt haben wir eben gefunden, heute noch etwas essen. Nein. Ja, wegen Geld holen. He? Eben, du musst natürlich, ich weiss, ja. Wir haben an und für sich gedacht, wir könnten dieses Neustädtli. Weißt du, welches das ist? Dort bei der Gasse, wo wir das S16 Zeugs hatten, einfach vorne durch. Kommst du dort hin, irgendwie? Oh, das ist wahr. Ja, 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 mit Lehn her und komm. Ja, neust. Das ist dort drum. Ja. Das ist lustig. Drinnen sind alle Gärtner da. Ja. Die Schweiz.
Das ist eben da. Das ist eben da. Die Dongolie und so. Aber weil der meiste an der Straße. Ist das die Straße? Oder die Neustadtstraße? Oder nein, ich weiß nicht. Ja. Ja, Moment, Neustadtstraße. Ach, da. Ja, vorne durch. Ja, Parkplatz. Nein, da hat es keinen Parkplatz. Vorne drum. Über den Bundesplatz und da hinten fahren, Richtung der Neugasse, oder wie das heißt. Nein, nicht Neugasse. Dort, wo man S16-Ausstellung kann. Neuweg. Also, wohnst du dort hin? Hä? Dann gehen wir auch dort hin. Papa hat kein Geld. Papa kann kein Geld holen. Papa hat gute Frau. Tschüss. Kommst du? Ah, oh nein, du kannst ja kein Geld holen. Das ist ja gar kein, sagt meine Frau. Siehst du, so muss ich leben. Für die ganzen armen Mann. Aber nicht. Ja. Es ist hart. Und nein, die Frau sagt, kannst du gar Geld haben? Nein, das ist ja kein Geld, ich muss ja gehen. So. Aber es ist interessant, dass du das Leben in die Bude bringst. Ja, weißt du, das Modul wird in einem Ding zum Beispiel bezahlt. Also auf einmal? Ja. Okay. Ja. Oh. Aber erst nach einem halben Jahr. Nein. Du musst den Zettel bis am 8. abgeben haben, im Folgemonat. Also jetzt dann. Und dann hast du es am 25. Ach so. Das ist ein Salär, weißt du? Das ist nicht so Auftragsarbeit, wo früher in 10 Tagen gezahlt worden sind. Und heute wartest du ein halbes Jahr. Ja, aber. Eine Kollegin von mir war in der Frosche an der Schule. Und die hat dann gesagt, und die einen Monat oder zwei auf ihren Lohn gewartet. Nein. Es steht ganz klar, du musst bis zum 8. vom Monat das abgeben haben und dann hast du das Ding am 25. Es steht im Vertrag. Okay. Dann hat es wirklich rechtzeitig abgegeben. Aber wenn du das am 10. abgibst, dann bist du dann am 25. der nächste Monat in Bilbao. Ja, das ist wie Schauspieler oder so, oder? Die kommen auf einen Tag grausam viel Geld über und nachher drei Jahre lang nichts mehr, oder? Dann musst du einfach zuerst mal einteilen. Aber ich bin ja nicht in dieser Lage jetzt. Mindestens bis Ende Jahr nicht. Und dann schauen wir mal weiter, ob ich noch mache oder will. Was machst denn du? Fliegen rausschmeissen! Aber ich will erst mal rausladen, im zweiten Mal. Das erste Mal habe ich es gar nicht gehabt, dann ist es zum Beispiel zwei mit dem Handy. Du weißt ja, dass Dani, du hast gerne Auto fahren. Das ist ja noch nicht so lang. Ja, ich fand das auch, wie groß das Auto ist. Aha. Wie lange ist jetzt die Prüfung? Wir haben eben heute eine Uneinigkeit entdeckt. Ich sage etwa anderthalb Jahre. Ja, das kommt ab. Und Laura redet von 2 Jahre und mehr. Nein. Du hast gesagt 1 Jahr und dann gesagt, ich habe gesagt anderthalb Jahre ungefähr, gell? Ich könnt euch festlegen, wer näher dran ist, also weiter weg, zahlt bitte. Ich halte mich so die Deal draus. Wem sind wir heute gelaufen? Wem sind wir heute gelaufen? Ich habe das Picknick gezahlt. Das stimmt. Was hast eigentlich du gemacht? Ich? Ich bin schauen, ob alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und dann am Schluss noch sagen, also nimm die Bilder wieder ab von den Scheiben, das ist tot hässlich. Einfach so. Und natürlich die Kamera gezogen. Investitionen vorgenommen. Aber ich bin auch gespannt, ob das dann auch so gewackelt und so oder eben nicht. Also es macht noch einen ruhigen Eindruck. Also so macht es garantiert. Ja, aber eher nicht. Du machst es so. Du hast auch schon so gemacht, mindestens 2 Mal. Ja, aber nicht die Kamera.
Ah, nein. Von der Kamera. Ich glaube schon. Ich glaube, das rüttelt schon ein bisschen, aber... Ja, das weiß ich. Es rüttelt wie das Auto rüttelt. Für das erste Mal den Einsatz. Ja, ist also nicht schlecht. Ist klar nicht so schlecht. Kann man dann so in die Feinheiten noch reingehen, in der Montierung. Jetzt haben wir aber auch so einen guten bekommen. Ha, meine Idee war gut, Autobahn und fahren. Du musst schauen, die Wälder, die wir jetzt durchgefahren sind, die stehen wegen uns trotzdem noch, obwohl wir dort durchgefahren sind. Wir sind ja schnell durchgefahren, weißt du, im Wald sterben und so. Aha, ja, yeah. Du hast dahinter geschaut. Nein, da, ich habe immer geschaut. Yeah. Du hast grosse Rückspiegel, du, ich habe schon geschaut. Hast du alles im Blick? Alles. Und eben, ich meine, Dani ist schnell vorbeigefahren. Stimmt. Nicht so viel können passieren. Ja, ja. Immer so um den 80 rum hat er gesagt, Wald schön, ich schnell vorbeigefahren. Ja, dann hat es aber keinen Wald gehabt in 30. Schon wieder Rössli kommt. Nein, fahrt mal raus mit Hochs. Aber schau, das ist die. Ja, das ist die Wunderklinie. Mit dem Hund. Die ist cool. Ja, der Hund ist mit der sind wir eben durch die Stadt durchgefahren. Ich und auch noch in der Hochzeitskultur. Jawohl. Oh ja. Ja, 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 ja. Ganz allein? Nein. Nein. Ja, dann. Dann ist es akzeptiert, aber sonst wäre ich natürlich sauer, wenn ich mir nicht angeläutet hätte. Also, es hätte lange nicht getrennt. Nein, es... Wir tun doch nicht heiraten, noch nicht ich. Warum tut man das nicht an? Der Arsch muss ich filmen. Ah, übrigens. Ja, du, ich mache natürlich einen sensationellen Film. Aber der Gartentor, der weiss ja noch nicht, was ihm blüht. Ich mache einen sensationellen Film vom Gartentor. Ah, ja, der heiratet, ja. Nein, der hat vor einem oder Jahr geballert. Im August vor einem Jahr. Das ist schon vorbei. Hey, das gibt auch einen Film. Du. Alles auf Messerschneide. Und mehr sage ich nicht dazu. Du gehst zu einem Metzger? Nein, nein. Übrigens, Tina hat noch einen Gruß gesagt und Dankeschön. Du ist das sehr wahrscheinlich. Entschuldigung, ich muss jetzt auch geschwind reden. Nee, nee. Überlasse dir nachher bitte. Ich bin ja schon ruhig, ich habe schon die Hörner aufgesetzt. Timo, was? Sabrina hat dir hat einen Gruß für dich gesagt und sie hat sehr wahrscheinlich einen anderen Kollegen, der filmen will. Und es ist auch einer nicht. Ich hätte auch einen Kollegen, der mal eine Hochzeit filmen könnte. Müsste mal etwas schaffen. Ich bin wieder ruhig. Das Schöne beim Garten-Film, den ich mache, ist, weil es ja sehr privat ist und nichts veröffentlicht, kann ich jetzt endlich mal Musik nehmen, die ich will. Von Ennio Morricone über weiss ich was, wenn alles drin in der Familie ist. Schau, jetzt filmen wir uns zu einem. Wo? Dort hinten, schau, wie der Salinda. Ah, Bunde, Wannekam! Bombay! Komm mal, da füllen wir mal ein Kippen. Ja, ich schau mal eben. Das ist Roseleben, große Kulturblocker der Fall. Ja. Engelbeck! Welcome to India. We have very good, nice mountain. Good job. And the water towers. Engelberg! No, das ist nicht Engelberg, das ist mein Pilatus. Pilatus und der Dick. Das ist der Tanz. Pilatus und der Dick, Engelberg. Tanz dessen mit der Fabelbass. Ah, very good, Bass. Very good. Good, very good. You can go mit der Ship on the sea, then you make it the. Du machst große Rundfahrt. Big turn of Lake Luzerne. Ship cruising. Big turn of Lake Luzerne. We have also Auschwitzer from the bodies. The bodies. That's very good chocolate cheese. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen nun zum kapitalistischen Teil des Abends. We like Bollywood, we also have Bollywood, we call Kurtar Hilli. Gut, was? Kurtar Hilli. Der hat doch die Bollywood-Blätter. Ah,
And we also have a post, the Swiss National Post, and she's a post girl, also postman. Ja, ich meine, wir geben ihnen so die Möglichkeit. Der Spider-Man ist nicht da. Jetzt braucht man einen Spider-Man. Da geht nicht, da ist ein Stau. Da muss ein Spider-Man rein. Genau. Nicht am Aufwärmen da rein oder so. Aber eigentlich stehen wir da gut. Sie können hinter uns durch, vor uns durch. Ja, und keiner hätte etwas erzählen können. Jetzt wäre er nicht gefallen. Hey, der cool ist nicht das Chaos. Wir schauen dir mal das Chaos von weitem nach. Chaos ist ja fair. Aber jetzt wird's. Ja, ja. Country. 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 Machen wir jetzt ein Roadmovie? Ist das jetzt ein Roadmovie? Nein, ein Split-Movie. Ein was? Split. Ein Street-Movie. Ein Street-Movie. Ein Start-Movie. Street-Art-Movie. Start-Movie. Nein, das ist jetzt ein klassisches Road-Movie, oder? Ja, beten wir zwei Männer, eine Frau, von Lenzburg nach Luzern. Aber hätten wir nicht mal noch so eine Tankstelle überfallen oder so? Mal schon, wenn so bumm, richtig bumm machen, ja, hätten wir immer noch müssen. Ja, eine ordentliche Vergewaltigung bumm. Haben wir auch nicht gemacht, Opfertext. Stimmt, ich hätte dich vergewaltigen können. Weißt du, schon ja, hättest du Lust gehabt? Ja, nein, ist ein bisschen warm. Gell? Ja, nein, da hure Schweizerei ja, nachher da. Du. Ja. Du nachher musst du noch duschen. Scheiße, Mann! Machen wir nicht, ja. Ja, ich glaube, Toni findet das nicht so lustig. Was? Der mit der Vergewaltigung. Du hast plötzlich ganz dumm die Idee war von ihm. Also, mit der Vergewaltigung? Oder, nein. Nein, er wollte irgendeine Tankstelle überfallen. Das stimmt. Ja. Er denkt, wenigstens tätest du dann den Kohle ran, oder? Ja, ich meine, es ist ein Roadmovie ohne Benzin, also hey. Das, das ist jetzt eben. Das geht nicht. Doch, das geht. Mit dem passiert es ja, oder? Irgendwo rollt das Auto aus. Stimmt. Dann passiert es, oder? Stimmt. Dann kommt dieser mit dem Rasenmäher wieder hinten. Ja, ganz genau. Und mit dem Chevy ohne Fahrer. Und Thelma und Louise. Hey, ja. Was ist jetzt ein Gesicht? Was ist? Hat er etwas gesagt? Wie du fährst. Du bist hinter uns. Der ist noch da. Jetzt schon. Ja, ist er da. Soll ich jetzt mal die Hand rausstrecken? Also, bang! Bumm! Entschuldigung. Oh, pardon, jetzt wäre nur noch mal anbeugen. Wenn du ihn nicht triffst, kannst du ja immer noch die Türen aufstehen. Ist gut, kannst du raus. Kannst du gerade raus, er ist weit. Ich auch da vorne noch rein. Jetzt hat er... Jetzt ist er auf die andere Seite. Jetzt ist er drin. Oh ja. Das letzte Mal haben wir das Thema Velofahren gehabt, gell, im Short Road Movie. Das ist jetzt die Long Version. Short? Was? Short! Ah, Short! Der kurze Road Movie das letzte Mal. Der da ist schon. Ups. Ja, da. Ja, ah, oh, die haben das Elektro. Ja, ich hatte heute auch. Ach, cool. Ja, die haben Elektro da, ja. It's green. Jetzt
Leute, was sie wollen, wissen, wo das Auto gehabt hat. Ja, irgendwo bei so einem Mobility-Ding, so gut kannst parkieren. Ja, das ist nicht gesehen. Aha. Oh, go, okay. 7 Tage, 24 Stunden. Oh, die sind immer so eng. Da hat es da einen, schau. Wolltest du nicht da einen? Der wäre doch gut. Der ist da. Ja, nimm doch einfach irgendeinen. Die sind alle für Mobility. Da, Transport. Schau, dort steht ja. Ah, ja, super. Mobility, Transport, da vorne. Da vorne. Das ist nämlich grössere. Die sind grösser. Die sind grösser. So, wunderbar. Perfekt. Ja, das Auto hat sich bemerkbar gemacht. Danke vielmals. Danke vielmals für das Mitmachen. Snowmobil wäre zu Ende. Hast du schön parkiert überhaupt? Ist doch gleich. Jetzt kommen wir noch. So, aussteigen. Abstellen. Abstellen, aussteigen. Fertig lustig. Fertig lustig. Oh, ein neues Park. Ja, kommt alles. Kein Stress. Irgendwie fühle ich mich verbühlen. Oh. Du hast nicht schön parkiert. Ach, das ist doch gleich. Die Hälfte ist rein. Für Mobility reicht es nicht. Du bist im Parkfeld rein, das lange. Nein, da hinten aber nicht. Was muss ich noch weiter führen? Natürlich ist er im Parkfeld rein. Ja, mit den Knöcheln. Mit den Knöcheln. Es steht im schweizerischen Strassenverkehrsgesetz, man also muss meine mit Damen und Herren. Hier. Levi Lese hat reklamiert. Ich probiere jetzt noch ein bisschen vorne zu fahren. Leider nicht. Ja, ich bin. Er steht im Schweizerischen Strassenverkehrsgesetz, muss mit allen vier Reifen im Parkfeld rein sein. Und wenn du so eine Wiese hast? Steht nichts. Also gut. Ladies and Gentlemen, bitte empfehlen Sie Ihr Gepäck, heißt Ihr Gepäckablage. Wir danken für Ihren Mitflug und wünschen eine gute Heimreise. Wir wünschen Ihnen viel Freude.